Chris, servus Leute. Heute mal hier mit dem Video zum Thema Schleifen und die besten Maschinen dafür. Ja, falls ihr euch gefragt habt, wie es aussieht, wenn Handwerker angeben wollen oder wie vielleicht bei anderen Männern typisch vor den beiden Autos oder vor einem schönen Auto stehen, hier vor schönen Maschinen, da geht allen Handwerkern doch wirklich das Herz auf. Wir haben hier die Handy-Giraffe von Flex und einmal hier die neue Akku-Giraffe von Flex. Wirklich sehr, sehr schönes Teil. Ich darf beides hier in der Hand halten und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, beginnen wir doch hier einfach mal mit der Handy-Giraffe. Liegt wirklich sehr schön in der Hand, wie ihr hier sehen könnt. Tür ist schon benutzt. Schön getestet die letzten Wochen wirklich für euch. Wir sehen hier, wie ihr es wahrscheinlich auch kennen werdet, zum Verstellen, die verschiedenen Stufen. Was hier wirklich sehr schön ist, allgemein, der Motor läuft die ganze Zeit gleich. Also wenn man beim Schleifen dann eine Stufe einstellt, die habt ihr dann wirklich auch die ganze Zeit. Was wirklich ein extremer Vorteil ist, sehr leicht beim Schleifen. Was wirklich auch sehr schön ist, Flex hat sich da wirklich sehr viel Gedanken gemacht, das in dem Motor, weil ihr wisst oder wahrscheinlich auch in der Vergangenheit schon mal gemerkt haben, Staub ist wirklich ein Killer für sehr viele Maschinen. Hier ist alles wirklich perfekt verpackt, sage ich einfach mal. Dort passiert wirklich überhaupt nichts. Wie gesagt, 4 Meter Kabel sind es, liegt sehr schön in der Hand. Gleich kommen wir dann noch nicht zur Akku-Version, aber zur Akku-Giraffe und natürlich auch noch zum Test. Alle anderen, ja, im Details könnt ihr natürlich auch nochmal nachlesen, falls ihr irgendwelche mehr technischen Details haben wollt, könnt ihr sehr gerne euch natürlich nochmal alles anschauen. So, dann kommen wir jetzt hier zur Akku-Giraffe. Ihr seht hier schon die Akkus. Die Akkus allgemein hatte ich auch schon mal ein Video zu gemacht zu den drei besten Maschinen so auf der Baustelle. Deswegen bin ich schon sehr vertraut mit den Flex-Akkus. Wirklich immer ja, sehr überzeugt, könnt ihr schon mal im anderen Video auch anschauen. Ihr seht schon, wie es hier in der Hand liegt. Auf jeden Fall ja, passt. Auch gerade für die Decken, was wir auch nochmal im Test dann sehen werden. Wirklich sehr, sehr schön. Hier natürlich auch wieder der Anschluss für den Staubsauger. Ist, denke ich, soweit alles bekannt. Hier jetzt kein Kabel, was ich wirklich sehr, sehr schön finde, gerade allgemein, wenn man oft den Schlauch dran hatte. Oder natürlich, wenn man den Schlauch dran hat. Oft nervig. Hier passt wirklich sehr, sehr schön. Dann noch kurz zu den Aufsätzen. Natürlich ja, habe ich mir auch welche hier gezogen, sage ich mal in Anführungszeichen. Gibt natürlich auch wirklich hier verschiedene Teller, verschiedene Aufsätze, wie man es wahrscheinlich auch kennt. Ich kann hier mal ein bisschen näher dran gehen. Wie gesagt, auch hier wirklich schön im Einsatz schon gewesen. Macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Gibt es auch wieder natürlich ganz verschiedene Teller, je nachdem, was er gerade braucht. Und natürlich auch einfach hier mit Klett. Einfach hingehen, einfach drauf, passt wirklich perfekt, sehr, sehr einfach, gar kein Problem. Passt natürlich auch die Teller bei beiden, egal ob es jetzt die Handy-Giraffe ist oder wie hier die Akku-Giraffe, ganz einfach aufsetzen. Geht hier natürlich auch ganz leicht wieder ab, wirklich ein super Teil und natürlich auch, ich zeige es euch gerade, nochmal hier einmal aufsetzen, einmal kontrollieren, ob alles passt. Passt, lässt sich hier natürlich auch drehen, was auch ein sehr großer Vorteil ist für jeden, der schon mal ja, geschliffen hat. Zack, jetzt sind wir auf der Baustelle, habe jetzt hier einen schönen Teil in der Hand. Ja, hier nicht täuschen lassen, die neue Qualität von Flex, nein, natürlich nicht. Unser anderer Staubsauger mit dem richtigen Staubsauger auf einer anderen Baustelle. Auch gute Handwerker müssen immer gut improvisieren können. Deswegen heute mal so, sonst natürlich perfekt mit dem passenden Schlauch. Soll aber jetzt nicht das Thema sein. Ich würde sagen, wir legen direkt mal hier in den Ecken los.
gesehen habt, was wirklich perfekt war, wenn ich jetzt auch schon drüber gehe, die Ecken sind wirklich sehr, sehr schön. Sonst wirklich immer der Nachteil gewesen, wir sind, ja, was heißt Nachteil? Musst du halt immer, wenn man einen runden Schleifkopf dabei hat, die Ecken nochmal nachdrehen, mit dem Handschleifer, mit dem Handbrett, weil ihr auch alle kennt, dann war am Ende, ja, immer ein bisschen aufwendig, allgemein überall nochmal rumzugehen. Hier ist es wirklich sehr, sehr schön. Ja, und was auch ganz wichtig ist beim Schleifen, war jetzt schlecht vorgemacht auf jeden Fall von mir, vielleicht kann es ja noch einer einfügen davor, dass ich auch eine Maske auf habe. Maske sollte ihr natürlich immer dabei haben, wenn ihr wirklich den ganzen Tag da schleifen seid. Hier ist es wirklich gerade das ja, schöne Teil. Wirklich kommt sehr, sehr wenig, beziehungsweise fast gar nichts raus. Landet alles im Staubsauger, deswegen hat man da jetzt auch überhaupt nichts gemerkt. Sonst aber natürlich die Maske immer dabei auf jeden Fall. Auch noch ganz wichtig ist, wir haben jetzt hier, wie gesagt, eine verspachtelte Gipswand, wo ein Gipsputz aufgetragen wurde, Trockenbau. Es gibt natürlich auch noch so ein paar Unterschiede, wo man darauf achten muss. Zum Beispiel, wenn jetzt Trockenbau allgemein natürlich die Fugen und so weiter im Fugenband drauf habt. Dort wirklich aufpassen, wenn er dann mit so einem schönen Teil hier drüber geht, oder je nachdem mit Wasser drüber geht, wirklich natürlich über alle Stellen drüber geht, aber jetzt zum Beispiel nicht sich eine Minute auf eine Stelle, gerade wo das Fugenband ist, irgendwas durchschreiben oder ständig auf einer Stelle, weil sonst ja, schleift euch alles wieder runter und es soll natürlich auch nicht der Sinn der Sache sein. So, wenn wir jetzt hier mal drüber gehen, ihr seht schon, ich weiß nicht, wie es auf der Kamera rüberkommt. Wirklich einfach ein Traum. Und das bekommt man wirklich mit dem Schleif, mit dem Handschleifer wirklich ganz, ganz schwer. Ich würde fast sagen, nie so glatt hin, als wirklich auch immer die Rotation da ist von der Giraffe oder vielleicht von der Handy-Giraffe. Das ist einfach wirklich ein Traum. Muss man aufpassen, dass man hier nicht ausrutscht. Ich bin kurz umgewechselt hier zur Handy-Giraffe. 1,2 Kilogramm, wie schon erwähnt. Wirklich sehr, sehr schön. Das Ganze auch in der Hand. Hier haben wir jetzt das Kabel. Ich muss wirklich sagen, muss wirklich jeder selber entscheiden, inwiefern das immer ein Problem oder auch kein Problem für jemanden ist. Ist für mich wirklich eine sehr, sehr individuelle Sache. Sehen hier wieder, lässt sich alles sehr, sehr schön wechseln. Hier mit meinem Lieblingsaufsatz natürlich. Hier auch, wie gesagt, verstellbar. Und dann legen wir einfach mal los. Did it die? I'm a stone cold killer, I'm a billionaire. I got my own cold trigger, if I wasn't this way, I'd rather die. Did it die? Wait. Did it die? Wait. Did it die? Whatever you want, I'll be whatever you want. Just tell me you love me or not, whatever. So, da bin ich wieder. Natürlich bin ich jetzt auch noch ein Feedback oder allgemein vielleicht ein kleines Fazit. Schuldig, haben jetzt hier wirklich hier wirklich nochmal beide Teile, beide Maschinen hier wirklich nochmal im Vergleich. Ihr seht es natürlich, die Größe ist schon ein kleiner Unterschied im Handy. Man merkt natürlich auch hier, schwerer auf jeden Fall, ist natürlich auch alles so angegeben. Zum Fazit, allgemein möchte ich natürlich sagen, dass man dort nicht allgemein sagen kann, das oder das ist jetzt schlechter. Das kommt wirklich immer sehr auf eure Gebiete an, die ihr so betreibt. Hier, um einmal anzufangen, bei der Akku-Giraffe ist wirklich, Akku gefällt mir einfach wirklich sehr, sehr schön. Allgemein, das Kabel ist immer unterschiedlich, aber mich nervt es halt wirklich manchmal beim Schleifen, wenn man irgendwie doch drüber stolpert, dann doch hängen bleibt beim Schlauch. Natürlich, der Schlauch ist immer dran, ist gar keine Frage. Aber für mich wirklich ein sehr, sehr großer Vorteil. Allgemein auch wirklich sehr, sehr schön im Handling und so weiter. Auch für Decken wirklich perfekt, dass man sich so strecken muss oder vielleicht ein Gerüst aufbauen muss, falls man nicht der Größte ist, so wie ich es bin. Und deswegen sehr, sehr schönes Teil. Die Handy-Giraffe war ich auch wirklich sehr, sehr überrascht, weil wir sonst auch noch ein älteres Modell von der Giraffe haben. Deswegen habe ich mit Handschleifer noch nicht so oft gearbeitet. Auch wirklich sehr, sehr schön im Handling. Man ist vielleicht manchmal sogar gerade in engen Räumen, sag ich mal, viel leichter irgendwo
ja, unterwegs, anstatt mit der Giraffe, wo man sich dann vielleicht doch mal nicht so gut drehen und wenden kann. Hat hier aber dafür halt dann das Kabel noch, sag ich mal, am Hals oder hoffentlich auch nicht am Hals. Das wäre nicht ganz so gut, wenn man sich da irgendwie verheddert, aber das sollte eher nicht ja, vorkommen. Und allgemein ist auch sonst, wie gesagt, die Köpfe lassen sich sehr, sehr leicht wechseln. Ist natürlich auch hier der Fall. Allgemein auch, wie im Test schon gesehen, sehr schön im Handling, auch in den Ecken. Deswegen würde ich sagen, falls ihr wirklich was zu Hause macht oder allgemein Heimwerker seid, würde ich euch eher zu Handygiraffe raten. Wobei man auch wirklich betonen muss, dass ihr, wenn ihr jetzt euch lieber diese Giraffe hier holen möchtet, nichts falsch macht, also nicht dann, oh, oder so, da wird niemand enttäuscht sein. Vielleicht einfach, wenn man den Vergleich hat, würdet ihr vielleicht eher das, den vielleicht auch die Giraffe. Sonst, wenn er wirklich sehr, sehr oft auf der Baustelle, wenn es euer Beruf ist, Trockenbau gibt es ja und so weiter, ist wirklich die Giraffe ein sehr, sehr schönes Teil für euch, meiner Meinung nach. Aber gerne auch, wie gesagt, überzeugt euch selber. Flex, allgemein, die meisten werden schon mit Flex gearbeitet haben, ist immer Qualität. Und so hat mich auch hier wieder überzeugt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Auch die Tipps und Schleifen haben euch ein bisschen weitergeholfen. Egal, mit welcher Maschine es jetzt war. Ich habe jetzt hier noch eine schöne Flex-Tasche. Flex. Und das, ich hoffe, ich kriege keinen Ärger, dass die jetzt schon so schmutzig ist. Aber bei uns gibt es dann leider, bei Trockenbauern allgemein auch, passiert einfach so schnell. Sorry an Flex, nichts umschmeißen hier. Packe ich jetzt hier wirklich noch schön ein, die Tasche. Ja, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr sagt, ob die mir steht. Ich würde sagen, ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Falls das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Kommentiert gerne was. Würde mich wirklich freuen. Alles natürlich kostenlos. Ein Abo. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Gipser Felix.